So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn, einer recht spontanen Folge. Wir sind auf Weg nach Meridian und ja, ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Fun Fact, ich wollte gerade schon anfangen aufzunehmen. So nach 18 Sekunden, nachdem ich die Aufnahme gedrückt hatte, klingelt es an der Türe. Das Stück habe ich jetzt weggeschmissen, aber kein Bock ist auf die kleinen Stückchen. Das ist so total doof. Ich hoffe, jetzt hält es länger an, bevor es wieder klingelt. Ich weiß es nicht, mal gucken. So, also. Meridian, wo geht's lange da lang, ne? Wo die Wachen stehen, war das so? Ja. Die verdammten Osaram sorgen doch überall für Ärger. Ich halte meine Augen offen. Da hinten ist Meridian. Oh, das sieht cool aus. Der Turm sieht ja cool aus. Ich würde so gerne mit mir reden wollen, wenn du mich kennen würdest. Okay. Oh Lord. Der Weg ist schön gemacht, so. In den Berg hier entlang. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mich von Fremden fernhalten. Aber du siehst freundlich aus. Oh. In der letzten Folge haben wir ja den Donnerkiefer rein zufällig doch, gelegt. Aus Versehen. Weil ich hatte natürlich Hilfe. Ja, ich will die Hilfe nicht abstreiten. Oh, hier kann man noch gehen. Oh, es sieht so schön aus. Die Landschaft. Kann man den Turm hochgehen eigentlich? Oder ist das nur so ein Turm halt? Wahrzeichenmäßig. Geh weiter. Du solltest hier nicht herumlungern. Mach ich da auch nicht, ich will ja laufen. Tag. Ich schaff das schon. Das davor ist aber jetzt noch. Zählt das schon zu Meridian, das Stück hier davor? Ich finde es cool, wie die immer anfangen, so sich hinzustellen. Immer konzentriert, immer wachsam. Das ist meine Meinung. Das ist eine gute Meinung. Kann man mitarbeiten? Oh, da ist das Tor. Lagerfeuer entdeckt wurden. Ah, da. Das ist schön. Gibt's hier Quests? Ich bin froh, dass ich angehalten habe. Ich gucke mal, ob es hier Quests gibt. Vielleicht gibt's hier schöne Diese Quests. Die Waffenruhe hat sich positiv auf den Handel ausgewirkt. Hier ist auch noch Lagerfeuer. Hier ist ja noch mal ein Händler. Ich will nach Meridian jetzt mal rein. Ach, hab schon Besseres gesehen. So. Hier sieht's aber auch nicht so toll aus, ne? Vor der Stadt. Aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten, bis alles verdirbt? Ich dachte, Meridian wäre offen für alle Karja. Was Ursa passiert ist, hat nichts mit uns zu tun. Aber was ich auch Lust hätte, wäre das Banditencamp, an dem wir vorbeigegangen sind. Hätte ich irgendwie Bock drauf heute. Okay. Hi. Jede Minute hier kostet. Das gehen wir erstmal zum Händler. So. Du hast schon wieder so eine schöne. So ein kleines Päckchen für mich. Osaram Pfeilbrecher. Das sieht so kacke aus. Hätte ich dieses Panzerwanderherz noch einmal sehen, ne? Warte mal. Nur ein Überlebender schwer. Da habe ich Resistenz gegen einiges. Ja, das wäre schon irgendwie cool. Das ist ein Karcher Feuerwerk. Oh, das sieht cool aus. Stürmerherz brauche ich dafür. Also das Ding sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Aber da brauche ich noch ganz viele Teile dafür. Cool. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da. Das ist schon cool. Und auch Erend. Ich bin gespannt. Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Ja, stimmt, das war ja auch noch. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Stimmt, da war ja noch was. Das Gespräch wollte ich ja auch noch machen. Wenn ich in einem Monat Die Hauptstadt ist abgeschworen. Wegen des
Mord. Viel Glück beim Durchkommen, Fremde. Viele Adlige sind nach Sonnenfall geflohen. Jetzt kaufen. Gab es einen Mord? Hallo. Stopp, genau da. Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Okay. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy, du lebst. Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz, macht Platz. Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Nein. Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Mhm. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Okay, cool. Aber warum ist sie hier? Jetzt sind wir zwei ganz Sturm. Allein. Was wolltest du mir sagen? Warum ich hier bin, deine Schwester. Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Ha. Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Ja, das ist schwierig. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Ich, hab auch jemanden verloren. Bei der Erprobung, mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob es das besser macht? Ja, das ist mir gerade eingefallen. Es tut mir leid. Wie kommt das? Es tut mir leid. Ja, was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Es tut mir so leid, ja. Das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Sag dem Motto, okay, ihm geht's scheiße. Hey, pass auf, mir geht's auch scheiße. Ich erzähl dir mal, warum es mir scheiße geht. Das ist so kacke eigentlich. Entschuldigung, es tut mir leid. Ich hab nicht drüber nachgedacht. Es tut mir wirklich leid. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört, dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich, wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ja, warte, ich erklär's dir. Ich hab das von Ersa gehört. Mir sehr wichtig und jetzt soll... Nein, ich darf nicht nochmal aus, das ist gemein. Okay. Ich hab Mist gebaut, es tut mir sehr leid. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen, aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo... Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Das ist okay. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay, dann komm. Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe ist, das war so doof. Oh, es tut mir so leid. Oh, wie viele Wachen hier stehen. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Bessere Waren findest du nur. Das muss der Turm sein. Ist sie? Der ist riesig. Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich jeden in die Stadt. Klappe, sonst habt ihr gleich ein Problem. Versteckt.
für Blut! Rache für Ersa! Wie lange noch will Abarth sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr, warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis! Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen! Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Schwieriges Thema, wie ich sehe. Die ganze Stadt trauert ihr nach. Er kann vielleicht auch nicht so, wie er gerne würde. Da rein? Oh, das war subtil. Er ist sauer. Siehst du, dass nichts kaputt geht, außer dieser Tür? Ich glaube, er ist sauer. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst und der Boden ist da ganz abgenutzt. Mal sehen, was darunter ist. Okay. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Das war jetzt sogar richtig Zufall, dass ich auf Anhieb das Richtige hier anscheinend gefunden habe. Gehen wir erstmal nach. Gut sein, Mädchen. Verschwendest deine Zeit. Glaube ich nicht. Gewebter Stoff mit Ockel zeigt eine Familie bestimmt seine. Hier ist ganz schön viel Metall. Könnte genau das sein, was ich brauche. Ist das? Sieht groß und schwer aus. Nur ein kleiner Schubser. Ah, das ist gleich da oben drüber. Praktisch. Wieso ist hier so viel Metall? Sachte. Ist offen. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Ja. Ist nur die Tür. Da springe ich nicht runter. Ist doch nicht deine Tür, also komm. Jetzt bin ich mal gespannt, was ist da drinnen? Neugierig. Ist er schon unten? Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Was ich mir verstehe, wo er jetzt ist? Ist anscheinend nicht. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Okay, er hat keine Wahl gehabt. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Achso, jetzt muss ich mit ihm reden. Okay. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter.
Im Moment. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Moment. So. Ja, war klar, es musste nochmal passieren. Er war ja nicht direkt ein Verräter. Er hat ja keine Wahl. Was soll er machen? Ich sehe Dinge mit dem Fokus. Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Mhm. Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren. Über weite Entfernungen. Aber wie? Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Mhm. Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Woher weißt du das jetzt? Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Ich würde gerne erstmal das von Dietenlager gerne machen. Wenn das Bock Gerät drauf. Verborgenes enthüllt. Ja. Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Ja, ja, okay, da helfe ich. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das ja, weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du ja, hast hier doch die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Doch. Alles gut. Ich reise zum Rotkamp-Pass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Nee, ist okay. Rotkamp-Pass, sagst du? Mal sehen, guck, was welches Level kann. Das hat, aber er helfe ich natürlich. Helfe ich. Welches Level hat das? Das Feld der Gefallenen. 19. Finde Olin. Ich will erstmal Finde Olin machen, weil das Stufe 12 ist. Das machen wir aber, also definitiv. Nebenquest, ja, einer Tochter. Wo ist das eigentlich jetzt gewesen? Lol, ist das... Nee, das andere Banditenlager war hier. Ah, okay. Da war ich sogar schon quasi. Wo ist Olin? Wo wäre er? Nein, oh, scheiße. Okay. Dann nehme ich erst das und dann nehmen wir das. Gut, das sieht schon gut aus. Na, natürlich helfe ich ihm. Also, dass Eloy da jetzt so. Da durfte ich jetzt zum Beispiel gar nicht entscheiden, ob ich was sage. Ne? Also da hätte ich schon was anderes da als Eloy. Definitiv. Ein Händler mit einem Stern? Schatzkisten. Diese Kiste muss ich einer ungewissen Sammlung von Objekten. What? Kann man mal eine holen? Und, achso, jetzt könnte ich was verkaufen. Das will ich gar nicht, warte mal. Oh, hier sind Nebenquests, ich sehe es. Oh, Nebenquests. Super. So, erstmal. Okay. Nehme ich. Okay, so random Zeugs. Oh, Metallscherben. Die gehen wir dahin. Oben. Nehmen wir erstmal die Quests an. Was gibt das denn? Tatkräftige Abenteurer! Vorzugsweise. Hey da, Fremde! Ich bin Wilgund! Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Puh, weiß noch nicht. Gute Kommt Scham. Drauf an. Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur...
Eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen, heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur, im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Okay. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ist das fürs DLC? Mystisches Getue. DLC-Quest? Keine Besitztümer, kein Luxus? Alles Quatsch. Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt und wenn wir das auch können, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Ja, mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Ja, das verstehe ich schon. Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Natürlich. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut, eher ein Opportunist. Kind, Mädchen. Jägerin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut, ich bin eher ein Spieler. Ich glaube, ich muss gleich mal hier das Fenster stehen runterleiern. Wartet mal. Komme ich da jetzt hin? Komme ich da hin? Wenn ich... Ja, nein, wo ist es? Hier. Moment. So. Richtig hinsetzen. So, haut das noch hin. Ja. Sollte ja. Gut. Wenn ich dem Gerücht nachgehe. Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. Okay. Wo ist das? Aha. Naja, da wird das DLC-Gebiet da oben sein. Okay. So, nächste Nebenquest. Da. Hier bin ich falsch. Wie komme ich da hoch? Dieser Ort riecht anders als alles, was ich kenne. Ist das irgendein Gewürz? Da ist auch nochmal eine Quest. Ich hab das schon viermal gesehen. Bitte, ich muss mit dir reden. Ja. Von dir redet doch die Garde die ganze Zeit. Die Nora, die mit ihrem zweiten Gesicht Verräter aufspürt.
wenn mir das doch auch helfen könnte. Ein Einbrecher stahl mir das Schwert meines Bruders. Okay. Erzähl mir mehr über den Raub und lass nichts aus. Es war dreist und professionell. Sie stahlen nur das Schwert, meinen wertvollsten Besitz. Der Dieb entkam durch das Fenster und stolperte über meinen Diener. Ansonsten wäre er unbemerkt entkommen. Warum stiehlt jemand ein Schwert? Es ist unbezahlbar. Aus dem Geweih eines Lanzenhorns mit feinen Intarsien und Edelsteinen an den... Okay, verstehe. Cool. Verzeihung, das ist noch nicht einmal der Punkt. Der 12. Sonnenkönig schenkte es meinem Bruder für seine Dienste. Er fiel im Kampf während der Befreiung. Ich hob es für meinen Neffen auf, der bei den Schattenkaja in Sonnenfall gestrandet ist. Was macht dein Neffe denn in Sonnenfall? Die meisten Kleriker dienten dem verrückten König. Und als er fiel, flohen sie aus Angst vor Vergeltung. Als Ehrengarde eines ehrwürdigen Priesters musste mein Neffe mit ihnen gehen. Mein Bruder ist jetzt tot, mein Neffe ist sein Erbe. Das Schwert gehört also eigentlich ihm. Und nach allem, was er durchgemacht hat, will ich ihm nicht sagen müssen, dass es nicht mehr da ist. Okay. Ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Krieg ich schon irgendwie... Sprich mit meinem Diener, wenn du möchtest. Er hat den Dieb gesehen. Übrigens, ich will nur das Schwert zurück. Meridian und meine Familie, was das angeht, hat schon genug Ärger gehabt. Ich würde die ganze Sache vergessen. Ich verlange keine Strafe. Okay. Okay. Oben. Wie komme ich denn da hoch? Hier rum? Das ist übrigens ein Feuer. Die muss... Wie komme ich da hoch? Hier gibt es nirgendwo einen Weg hoch. Da sehe ich ihn gerade nicht. Da. Nee. Ein weiterer Tag ist vorbei. Lass dir diese Waren nicht entgehen. Das sind keine Waren, sondern lebensnotwendige Dinge. Ah, muss mal durch. Doch mal um, ich mach dir einen guten Preis. Die Höhe. Ah, hier. Hier kommt der Gesang hier. Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Um der Name. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja. Ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallene. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht grauhaarig der an.
Also zwei Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Na, ist okay, kriegen wir hin. Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein, aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung. Ja, wie schon. Die Sonne. Schon. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Hm. Oh. Toll. Das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern. Wolltest aber einer werden? Ich habe immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm. Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen wir ihre Sünden. Und ich trage schwer an ihnen. Hm. Ich verstehe, was der Hintergrund ist. Er hat quasi eine Robe von jemandem an, der halt zum Beispiel abgehauen ist, der aber in den roten Raubzügen halt wahrscheinlich sehr, 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 sehr viele Leute halt umgebracht hat oder es gut geheißen hat. Und damit kommt er jetzt aber nicht klar, weil er sich das quasi aufbürdet und auflastet. Das ist schwierig. Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Vater Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt, wurde er hart bestraft. Du hast auch jemanden verloren. Mein Beileid. Nein, nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Es ist die Robe seines Bruders quasi. Ah, okay. Und jetzt führt er quasi seinen Weg fort und passt auf, dass es wirklich das Richtige ist und nicht einfach nur blind dem Glauben nach. Das ist gut. Das ist gut.